Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Time to Do Spezial. Er ist mal hier mit diesem Mann, der sein ganzes Umfeld organisiert und ihm den Rücken frei hält. Wieder gibt es weitere Entwicklungen und ich freue mich, wenn er zwischen den vielen Terminen mal wieder Zeit findet, in die Schweiz zu kommen. Herzlich willkommen im Studio Roberto Antela Martinez und Rainer Nussbecher. Hallo. Schön, dass ich euch mal beide habe. Sonst sehe ich Ja, immer nur klar. einen, beziehungsweise wenn ich bei euch auf den SAT-Seminaren bin, dann natürlich beide. Das ist mir immer ein großes Vergnügen, ein großes Hallo mit den Leuten. Und auch mal toll, dass die Leute dich sehen. Sie sehen dich immer erst, wenn sie auf den Seminaren sind. Du bist quasi der Mann im Hintergrund, der immer auch für Feedback sorgt. Fange ich gleich gerade mal mit dir an, Rainer. Rainer, wie ist das denn so auf den Seminaren? Ich kriege ja immer wieder mit, wenn Leute, die die Sendungen gesehen haben, dann sagen, ja, ich war schon mal. Gehen Menschen mehrfach hin, um sich da quasi fitter zu machen, um das, was sie lernen, zu vervollständigen, nochmal sich selbst zu überprüfen. Stellst du das relativ häufig fest, dass Leute mehrmals auf die Vorträge und Seminare kommen? Ja, das findet immer wieder mal statt und die kommen dann natürlich auch immer zu uns, begrüßen uns und sagen dann, dass sie wieder da sind und ja, kennst du mich noch? Ich war doch da und da und kannst dich noch erinnern? Wir haben uns ja kurz unterhalten und so, ja, sie kommen wirklich, jetzt natürlich nicht alle, aber immer wieder kommen Menschen auch zu den gleichen Seminaren, weil sie einfach nicht nur die Technik an und für sich vielleicht nochmal auffrischen wollen, vielleicht einfach nochmal üben wollen oder so, sondern auch einfach, weil sie diese Schwingung, dieses Gefühl, dieses unglaubliche Zusammengehörigkeitsgefühl einfach aufsaugen, genießen wollen, weil es, ja, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, was an diesen Seminaren stattfindet und welche Veränderungen innerhalb von wenigen Stunden stattfinden. Das ist, da muss man einfach. Das kann man nicht erklären, das muss man erleben. Du sagst gerade ein ganz toller Satz, erleben, und das ist ja auch das, deswegen auch danke, dass ich da immer mal wieder eingeladen bin zu den Seminaren, um zu filmen und natürlich auch zu erleben. Und das muss man sagen, es ist ein Unterschied, wenn ich zu Hause SHT mache oder wenn ich es mache, während wir auf den Seminaren sind. Was passiert denn da, Roberto? Warum ist das da so anders? Warum hast du auch da, ich spüre da immer so eine Euphorie innerlich in mir, wenn ich auf dem Seminar bin, wie da fliege ich im Saal, da ist dann alles Ja. irgendwie, ich sag mal, das Schweizer Wort, das ist alles mega geil dann. Ja, Woher kommt da das? übernimmt das innere Kind die Rolle. Ah, okay. Innere Kind, die Selbstliebe, es darf nach oben, nach außen kommen. Und das innere Kind ist natürlich immer gut drauf und will am liebsten tanzen und umarmen und Freude haben. Und das innere Kind hat die Chance, da wirklich gelebt zu werden an diesem Tag. Es kommt wirklich nach oben und es wird gelebt. Und das ist diese wunderschöne Schwingung, wo da dann im Saal entsteht. Wenn sich da alle umarmen, in den Arm nehmen und sich angucken und sich selber fühlen, wow, ich fühle mich gut, das ist eigentlich das, was ich immer schon gesucht habe oder in mir schon fühle, da ist was, wo gelebt werden möchte, aber ich bis jetzt nicht gefunden habe. Und da spüren sie, oh, das kommt so ungefähr dahin, in die Richtung, wo ich hin möchte, vom Gefühl her. Das heißt, die Menschen tun, wenn jeder in dieser Schwingung ist, habe ich immer das Gefühl, dass sie sich wie potenziert. Kann das sein? Ja. Je mehr Menschen auf einer Stelle sind, die den gleichen Gedanken denken, Ja. dass das dann wie so eine Flut gibt, so eine Welle gibt, Ja. die alles überschwingt. So ist das, genau. Das ist ich sage immer gern, ein Tsunami der Liebe. Und den kann man ja nicht aufhalten. Das macht Genau. wusch. Und dann Ja. schwimmen sie alle auf dieser wunderschönen Welle, auf dieser göttlichen dahin und sagen einfach, am liebsten soll es immer so weitergehen. Das wäre genau das Richtige, wenn man Ja. SHT als Standard macht. Ich meine, wir tun jetzt Zeitungslesen abschaffen und sonstige Dinge, die uns nichts bringen, und machen dafür SHT. Das Ja. wäre mal das Richtige. Aber liebe Zuschauer, was ich nicht versäumen will, am Ende der Sendung finden Sie einen Whitescreen, wo die nächsten beiden Seminare angezeigt werden. Denn es gibt dieses Jahr nur noch eines in Österreich und eines in der Schweiz. Mein Hinweis, melden Sie sich rechtzeitig an. Die Sitzzahl ist natürlich begrenzt. Wenn der Raum voll ist, ist er voll. Und dann kommt immer die Feuerpolizei und schimpft, wenn dann mehrere Leute drin sind. Melden Sie sich rechtzeitig an, um SHT in seiner ganzen Schönheit zu erleben. Und da, Roberto, ist auch was. Als ich beim ersten Mal selbst dabei war, das ist schon lange, lange her, ich Ja. glaube 3 oder 4 Jahre, ne, ist das jetzt her.
Ja, vor 2 Jahren hat es mich umgehauen, da stumm ich wieder aufgestellt. Stimmt. Und das Jahr davor, glaube ich, habe ich zum ersten Mal genau. SHT gelernt. Mhm. Und dann habe ich beim letzten Mal gemerkt, dass du das immer weiter ja. verbesserst oder ausführst. Mhm. Das heißt, zu den Grundgeschichten, die ich noch kannte, mit Thymusdrüse, Herz, ich liebe mich von ja. ganzem Herzen, Entgiftung mhm. und dann in die Formulierung gehen. Gibt es jetzt noch mehrere Punkte, die du bei mhm. dem Grund-SHT, was jeder lernen ja. kann, ansprichst? Ja. Wie ist das passiert? Ist das automatisch von dir ein Thema, das weiterzuentwickeln? War es nötig? Warum hast du das verändert? Weil ich Vorbilder habe wie Jesus und Co., wo es einfach gehen muss. Am besten innerhalb von 2 Sekunden. Das ist das Ziel, wo ich dahin arbeite, mit allen Ebenen und versuche, es muss noch einfacher, noch schneller gehen. Am Anfang wollten Menschen vorankommen und haben Steinreifen entwickelt. Dann waren es Holzreifen, eckig und so. Und jetzt haben wir, Gummireifen, ja, und dann kommen wir noch schneller voran. Und hier ist genau das Gleiche. Es ist immer eine Weiterentwicklung. Wie wir, alles ist Veränderung, alles ist ein sich verändern. Evolution, klar. Ja, und hier mit den Techniken genau das Gleiche. Also ich bin ja immer noch jeden Tag dabei zu erfahren, wie kann ich es noch vereinfachen, ja, und es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann bin ich zufrieden, dann bin ich auf dem richtigen Weg, weil ja ich ja nur ein Werkzeug bin, aber ich möchte ein perfektes Werkzeug sein mhm. und diese Perfektheit dann auch nach außen geben, damit die Teilnehmer es einfach super einfach anwenden können, ihr eigenes Werkzeug. Das heißt, diese Weiterentwicklung, mhm. diese Komplettierung, ja. sag ich mal, von mhm. der Selbstheilungstechnik ist ein eigener Anspruch, wo du immer merkst, aha, ja. wenn ich jetzt zu dem klopfe noch das dazu, kann ich gleichzeitig den Bereich noch ansprechen. Exakt, genau. Ah, das heißt, es wird breiter, die Wirkungsweise mhm. wird auch im Körper breiter. Ja. Könnten wir mal über so ein paar Techniken reden, ja, vielleicht klar. den Zuschauern mal zeigen, um was geht's da, die vielleicht noch nichts davon gehört haben, um dann zu sehen, auch gleichzeitig, wie es wirkt. Weil ich kann ja jetzt sagen, ja, klopfen Sie sich mal gegen die Stirn, da denkt jeder, ja, der spinnt ja. Das ist unsere Interpretation, aber es könnte ja sein, dass genau dieses Klopfen oder dieses Klopfen oder dieses Klopfen eine Wirkung hat, eine Reaktion in meinem Körper auslöst. Die Frage ist, ja. wo muss ich hinklopfen und aus welchem Grund? Ja, wir haben ja mehrere Heilweisen, sage ich jetzt einfach mal, ob sie jetzt Allergieauflösungen sind oder. Und jetzt, ich kann hier zum Beispiel schon jetzt Allergieauflösungsweisen zeigen. Mhm. Aber es sind ja ungefähr 7. Um es kompakt zu machen. Also wenn ich eine Allergie auflösen möchte, dann sage ich immer den Leuten, bitte wendet alle 7 an, mhm. ja, um auf Nummer 100% zu gehen und nicht nur auf 70-80%. Bei manchen langt, oder es reicht nur, wenn ich eine Technik anwende, wenn die selber machen, ich mache es ja nicht, die machen es selber, ja. ja, und da werden bestimmte Blockaden entblockiert und dann förmlich ist die Allergie weg. Erleben wir ja tagtäglich. Eine wäre zum Beispiel die aus dem TCM-Bereich aus Asien, da werden einfach wirklich nur die vom Mittelfinger, da wo der Fingernagel ist, an der Seite zusammengedrückt. Und jetzt müssen beide Mittelfinger zusammengedrückt werden, so dass der Fingernagel ein bisschen weiß wird, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Es darf nicht zu sehr wehtun, aber ich muss es gut spüren. Und das halte ich ungefähr knapp 5 Minuten. Und bei vielen funktioniert das. Die machen das so und sagen, wow, meine die und die Allergie ist jetzt auf einmal weg, nur damit. Freut mich natürlich, aber trotzdem sage ich immer gerne, wendet alle 7 Heilweisen an. Also das ist jetzt eine Technik, eine Anwendung, ja. wie du das im Grund sagst, hier Thymusdrüse, richtig, klopfen genau. so viel, mhm. das wäre ein Teil, das alleine würde aber nicht reichen. Das aktiviert ja nur meine Thymusdrüse und das richtig. Wird wahrscheinlich auch eine gewisse Aktivierung mit sich bringen. Exakt, ja. Aber es gibt ja viele Allergien. Ja. ja. Und bei manchen Allergien langt wirklich nur das hier mit diesen Mittelfingern oder die andere Variation ist, dass wir wieder eine andere Heilweise wäre, wenn ich hier den Mittelfinger auf meinem Herzmeridian drauflege und meinen Zeigefinger auf diesen Herzmeridian. Aber auch da machen schon viele den Fehler, wenn ich es auf Video zeige, denn es muss die linke Hand sein und die rechte Hand. Und die linke Hand ist der Mittelfinger und die rechte Hand der Zeigefinger. Mittelfinger für die Allergie zuständig, Zeigefinger für die Angst. Ja, und das muss ich muss mit beiden Fingern das Herzmeridian
berühren, auch ungefähr knapp 5 Minuten, dann schicke ich meine Herzliebe hier rein in das Feld der Allergie, genau, in den Mittelfinger. Hier wird sie reingeleitet in das Herzmeridian und hier ausgeschieden. Hier wird es quasi durch den Angstfinger, quasi wieder neutralisiert. Und dann sage ich einfach ins Feld, Auflösung meiner Zuckerallergie, Heuschnupfenallergie. Ja. Und dann bleiben die so dran. Und das reicht für viele schon, um viele Allergien aufzulösen, aber ich will ja immer 100%. Da sage ich immer, wendet alle 7 an. Ihr wollt ja alle Allergien loswerden und nicht rumtesten, wie beim, wenn ich mal zum Arzt gehe, probieren Sie mal das. Das wollen wir nicht. Dann sage ich immer, ihr müsst halt einen Tag investieren, ihr kommt nicht drum herum. Wir merken es ja in unseren Seminaren auch immer, wie es viele falsch machen. Und da, wie jetzt, wo muss ich hier drin drücken und mache ich das richtig? Und ja, und dann da drehe ich schon die Hände und schon gibt es eine andere Wirkung. So ist das, genau. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht ohne Grund der Mittelfinger der linken Hand und nicht der rechten Hand, weil alles hat am Körper eine Funktion. So ist das, genau. Diese 7 Techniken. Ja. Wenn die Menschen diese üben, und das können sie ja in diesen SHT-Kursen, das heißt, du sagst den Menschen, wie sie an sich arbeiten können. Ja. Und da ist auch eine ganz große Information drin. Viele meinen, denn sie könnten das einfach bei anderen anwenden. Da würde ich auch gern nochmal mit dir drüber sprechen, weil ich sage immer Vorsicht. Was für dich selbst bestimmt ist, heißt nicht automatisch, dass du jetzt der Doktor bist der Nation und bei jedem da rumdoktern kannst. Und ein Punkt, der immer wieder vergessen wird, sage ich, vielleicht ist dein Gegenüber auf diese Welt gekommen, um durch die Krankheit zu gehen, weil er das lernen will. Und jetzt gehst du einfach hin und fängst an rumzuheilen, sage ich, vielleicht will der das gar nicht. Oder sein inneres Kind will das gar nicht, weil du gerade im Erfahrungsprozess bist. Auch dieses Einverständnis zu haben, des Gegenübers mit ihm arbeiten zu können. Kann ich das einfach bei jedem anderen anwenden oder wie siehst du das? Meiner Meinung nach ist es so, ich sage immer, die Dinge, die ich für mich lerne, verwende ich auch für mich. Und wenn jemand SHT lernen will, soll er zum Roberto gehen, der ist der Lehrer, nicht ich. Ich bin der Anwender und da ist ein Unterschied. Deswegen sage ich immer, hört auf, da rumzustümpern. Wie gesagt, einer griff falsch, es funktioniert nicht, dann heißt es, SHT geht nicht. So ist das, ja. Also die Empfehlung schon eindeutig, macht die Dinge für euch selbst, nur wenn ihr eine Ausbildung genossen habt. Und das ist ja der zweite Punkt. Ja. Das eine, was du machst, sind die Lehrgänge für Menschen, die SHT im eigenen Bereich anwenden. Ja. Und dann gibt es die zweite Geschichte, ich habe SHT gelernt und merke jetzt, Mensch, das fasziniert mich, das würde ich gern mit der Familie, im Freundeskreis oder vielleicht sogar therapeutisch einsetzen. Genau. Aber dann ist was Voraussetzung? Dass man es kann. Dass man es kann und eine Ausbildung und entsprechend. Und das geht nur über Monate, das kann man nicht in einem Tag. Und dann gehe ich raus und will die Welt retten. Ja, ist ja schön, der Gedanke. Aber ich sage immer, rette doch erstmal dich. Sage ich, mach es für dich, arbeite an dir. Ja, erstmal ist wichtig. Und wenn es funktioniert, klar, dann wollen die meisten Menschen mehr wissen. Sagen, wow, jetzt möchte ich es wirklich nach außen geben. Dann machen sie die Ausbildung. Und geben sich nach außen, Familie, Freunde, therapeutisch, Ärzte oder was auch immer. Und dann muss man auch wissen, weil natürlich passiert das auch bei dir, du hast einen Namen geprägt, Selbstheilungstechnik, du bist da ziemlich viel auf Tour, tausende von Menschen können das mittlerweile selbst anwenden, aber ich stelle natürlich auch da fest, dass es immer mehr Dinge im Internet gibt, die deiner Sache ähneln. Ja, immer mehr, ja. Das heißt, natürlich probieren Leute jetzt den Erfolg, den du hast, den du auch bei den Menschen hast, in eigene Therapien einzubauen, in eigene Überlegungen einzubauen. Aber auch da sage ich immer, Leute, Vorsicht, ich gehe auch nicht zum Gartenzwerg hin, wenn ich lernen will, im Garten zu arbeiten. Nein, dann gehe ich zu einem Gärtner, weil der hat den Garten angelegt und den Gartenzwerg da reingestellt. So ist es auch, wenn Sie etwas lernen wollen, gehen Sie zu dem, der die Technik entwickelt hat und nicht zu dessen Schüler vom Schüler vom Schüler. Da habe ich nämlich immer das Problem, der hat eigene Interessen und eigene Ideen, wie er das umsetzen will. Nicht, dass der was schlecht macht, das wage ich gar nicht zu beurteilen. Nein, meine Aussage ist einfach, wenn ich etwas lernen will, dann gehe ich immer zu dem, der es entwickelt hat, weil der hat das meiste Wissen darüber und gehe nicht zu einem anderen, beziehungsweise ich wende das auch dann nur so an. Schauen Sie, ich lerne jetzt SHT und gehe morgen hin und tue SHT mit ABC vermischen.
Ist es dann noch SHT? Kann ich dann sagen, der Erfolg ist so und so groß? Nein, ist es halt nicht mehr. SHT ist nur das, was durch Roberto Antella Martinez und die von ihm zertifizierten Coaches gelehrt wird. Das ist das Original. Ich glaube, so muss man es bezeichnen. Das Original ist da wirklich nur SHT nach Martinez. Genau. Das Wortbild, das muss stimmen. Wenn irgendwie ist, was heißt SHE oder was auch immer, muss man halt ein bisschen feinfühlig sein und schauen, ist das SHT nach Martinez oder ist das SHE oder wie sie sich alle nennen möchten immer mehr. Und dann ist die, wie sagt man, man vertauscht es dann sehr gern und geht dann zum Falschen hin, sage ich jetzt einfach mal, wundert sich dann, dass es nicht funktioniert, weil die Energie auch nicht andere ist. Weil wenn jemand versucht, mich zu kupfern, aber ich heiße so schön zu kopieren, das kann nur falsch laufen, weil so eine andere Energie drin ist. Was ja schade ist, die Ausgebildeten, natürlich, klar, die können das, was ich kann auch, 1:1. Weil da hast du absolut ja die Ausbildung gemacht. Richtig, und du genau gibst das Zertifikat, wenn du sagen kannst, jetzt kann er das umsetzen. Ja. Also, und da, das ist es halt, wenn was sehr erfolgreich ist und viele Menschen davon partizipieren, reden die natürlich. Das ist ja wieder was, was der Rainer dann immer merkt. Wenn einer begeistert ist nach Seminaren, wirst du immer wieder angerufen nach Seminaren mit Menschen, die SHT gelernt haben und die wollen dann irgendeine Weiterbildung machen. Wie häufig kommt das vor und sind immer mehr Menschen bereit, sich da weiterzubilden? Ja, das sind immer mehr Menschen bereit, sich Ausbildung zu lassen und es kommt immer mehr vor. Vor allem kommt es auch vor, dass diejenigen, die sich schon einmal ausgebildet lassen haben, also die auf einer Ausbildung schon waren, jetzt plötzlich dann noch 4 oder 5 andere zu der Ausbildung dazu bringen, weil sie einfach so begeistert sind von der Wirkung dieser Ausbildung, von dem, was sich eben im Leben dieses einzelnen Menschen schon getan hat, also der bereits ausgebildet ist. Und das merkt man ja schon auch nicht nur auf den Seminaren, dort auch, aber bei den Ausbildungen merkt man das natürlich viel, viel stärker, weil da wird ja noch intensiver geübt. Das sind die richtig motiviert. Da wird ja noch mehr der Augenmerk darauf gelegt, dass die Techniken perfekt gemacht werden, dass das auch wirklich wirkt. Es finden Gruppenarbeiten statt, es wird geübt, so lange, bis das jeder schon an dem Ausbildungswochenende quasi schon auswendig kann, mehr oder weniger. Ja? Und das alleine durch diese Übung, wenn ich das schon mal 10-mal, 15-mal, 20-mal wiederholt habe, da stellt sich ja schon Veränderung ein. Also das heißt, schon bereits an diesem ersten Tag findet eine Veränderung statt, ob ich will oder nicht. Das heißt, wenn in seinem Fachwissen, er wird richtig perfekt und er merkt es natürlich am eigenen Körper, ist ja logisch. Wenn ich SAT an mir mache und das hattest du mir ja damals perfekt beigebracht, ich werde einen Satz nie vergessen, Roberto, ab heute denkst du nur noch schöne Dinge. Was schwer ist, ich weiß. Das war der Zaubersatz, aber der, muss ich sagen, hat fast das meiste in meinem Leben verändert. Weil wir einfach aus unserer Gedanken unsere Welt machen. Und wenn du im Problem rumrührst, wirst du nie an eine Lösung kommen, weil die Lösungsebene immer über der Problemebene liegt. Genau. Und das ist der Punkt. Und ich sage immer, das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun, liebe Zuschauer. Ich gehöre bestimmt nicht zu den Dummen. Und das habe ich auch schriftlich. Aber wenn du die Information nicht hast, kannst du sie nicht umsetzen. Und wenn ich es nicht weiß, was soll ich dann machen? Und so ist es natürlich, dass ich oftmals auch selbst an die Wand gelaufen bin. Warum? Ich konnte etwas nicht sehen, weil ich die Information nicht habe. Und das war auch immer für mich der Grund zu sagen, warum mache ich Time to Do? Je mehr Informationen zum Thema die Menschen haben, desto mehr können sie eine Entscheidung treffen. Wenn mir alle Informationen fehlen, entscheide ich mich immer falsch. Warum? Weil ich die Hintergründe gar nicht kenne und mache dann das und sehe aber gar nicht, dass ich da gleich auf die Nase falle, weil die Straße einfach nicht gut gemacht ist und dann stolper ich und liege auf der Nase. Hätte ich vorher das erfahren, dass der Weg da hinten überhaupt nicht mehr geteert ist, wäre ich da gar nicht hingegangen. Ganz einfache Beispiele, die Sie aus Ihrem alltäglichen Leben kennen, liebe Zuschauer. Und so ist es bei SHT auch. SHT ist eigentlich eine Fähigkeit, die wir als Mensch schon mal grundsätzlich alle mitbringen. Ja, auf jeden Fall. An jedem Körper sind die Punkte, an den Händen, überall. Alles, was du machst, ist im Prinzip, du gibst uns den Bauplan zu vorhandenen Baustellen. Ja, absolut. Absolut, ja. Wir sind ja Schöpfer. Wir haben ja alles in uns, aber wir haben es nur vergessen oder es wurde uns vergessen gemacht. Und ich sage einfach nur, guck mal, da hast du den Hammer, da hast du den Nagel, da hast du das. Du hast es selber. Du musst jetzt nur wissen, wo es ist und dann in der Praxis anwenden, umzusetzen. Und ich sage immer, das Wichtigste ist auch in den Ausbildungen, es geht um euch.
Wenn es euch gut geht, geht es der Welt gut. Ja. Verändert euch, dann wendet sich die Welt. Es ist so simpel und am ersten Tag gucken sie noch skeptisch und am dritten Tag wollen sie eigentlich nicht mehr heimgehen, oder? Ja. Und da ist eine Schwingung da und die sagen, wow, das ist eigentlich Leben. Dieses Gefühl, was sie da haben an diesem Wochenende, und das ist kein Motivationsseminar, überhaupt nicht. Sondern da kommt das, was in einem ist, das kommt nach oben. Und das ist einfach dieses, ja, dieses Licht, diese Liebe. Du sagst ja immer das innere Kind. Mhm. Das ist ein ganz schweres Wort. Am Anfang habe ich immer danach gesucht, was soll denn das sein? Ich bin doch jetzt 60 Jahre alt, wo kann da noch ein Kind sein? Ich bin erwachsen. Aber das Verständnis ist es, das innere Kind ist eigentlich das, was die Liebe prägt. Die Liebe in mir ist so rein und natürlich, wie ich als Kind war, als ich auf die Welt kam. So ist das. Und die muss man nur rauslassen, sich entfalten lassen. Absolut. Ich sage auch immer, Liebe ist Vergebung. Sage ich, ihr müsst, dann fangen wir an, Vergebungsarbeit, ganz extrem. Ihr müsst alles vergeben, alles und jedem und euch vor allem. Mhm. Sag ich, wenn du kannst nicht in Liebe sein, wenn du nicht vergibst. Und andersrum genau, es ist 1:1, da gibt es keinen Unterschied. Ja, aber, nein, aber liegt begraben in Augsburg, im Friedhof. Sage ich, Liebe und Vergebung ist eins. Ja, und dann sind so einfache Techniken mit der Selbstliebe, da reinzukommen, wo sich die meisten wirklich wundern, dass es so einfach ist. Und dann, wenn wir begeistert sind, auf einer Umfall vor Freude, dass es über Nacht funktioniert, diese Techniken. Du hast jetzt gerade und ganz auch so ein Wort gesagt, was ganz kurz ausgesprochen ist, aber viel dahinter hängt. Ja. Vergeben. Mhm. Leute, ihr glaubt gar nicht, was das für ein mächtiges Wort ist. Stellt euch vor, wenn einer jemand bei euch Schulden hat. Was passiert denn hier drin? Du trägst ständig dessen Schuld mit dir rum. Ja. Er hat dir zwar was zu geben, aber dich belastet ständig. Du hast Groll, weil du es nicht pünktlich zurückkriegst und ständig ist es ein Merker, kommt immer wieder hoch, oh, von dem kriege ich ja auch noch ein Geld, von dem kriege ich ja auch noch ein Geld. Die Schuld, die er bei dir hat, trägst du ja mit, weil er sie ja bei dir hat. Und Schuld ist was, gibt es im Göttlichen nicht. Das ist menschengemacht, so ist das. Schuld. Mhm. Ja. Und dann sage ich, und was passiert mit ihm anders? Die ganze Negativprojektion. Jetzt hat er es nicht pünktlich zurückbezahlt. Was tust du? Du schimpfst über den, sagst, der hat mich angeschissen und der hat gesagt, dann und dann. Und er hat es nicht gemacht. Was machst du im Feld? Ein Haufen Negativscheiß drückst du in sein Emotionalfeld hinein und der reflektiert das natürlich. Und da kommt das Wort zurück, sagt er deinen Schlaf, deine Gesundheit. Ja, alles, was dir nicht gut tut. Ja. Selbst gemacht. Genau, und nur durch Worte und Gedanken. Nur. Du hast nicht gemacht, du bist zu Hause in deinem Haus, der ist zu Hause in seiner Wohnung und jetzt flitzen nur die Gedanken. Und wir wissen das ja auch von anderen. Ja. Wenn ich jetzt ständig negativ über einen Menschen denke, ist der Gedanke nicht bei mir hier drin? Nee. Der geht über die Informationsfelder in das emotionale Feld von meinem Gegenüber. Und wenn der am Nordpol ist, erreiche ich den genauso. Mhm. Und dann wacht er auf und fühlt sich plötzlich schlecht und weiß gar nicht warum. Und das ist so ein Punkt. Und dann sage ich, ist das gut für meine Entwicklung, wenn ich einem anderen ständig schlechte Gefühle mache? Ich schade damit der ganzen Welt, dem Ganzen. Das ist nicht zum Wohle des Ganzen, wenn ich schlecht denke, sondern zur Vernichtung. Ich sage immer gern, der Mensch geht mit sich um, mit dem Körper, mit der Natur um, wie mit sich selbst, zerstörend. Und wenn ich einen schlechten Gedanken habe über jemanden, dann gehst du natürlich in sein Feld rein. Die Schöpfung ist aber auch da, diese Ursache, Wirkung, weißt du, Prinzip. Mhm. Und dann geht es wieder zurück auf mich. Absolut. Ja, und meistens extremer, als ich es losgeschickt habe, kommt es zurück, vervielfacht. Und dann wundert es mich, dass es immer schlechter geht, weil ich schlechte Gedanken habe über jemanden. Da sage ich immer, wenn du nichts Gutes über jemanden zu denken hast, dann denke gar nicht. Ja. Das ist natürlich die beste Lösung und wäre eigentlich auch die fairste. Ja. Weil wenn wir vom Schöpfungsprinzip, was so du ja immer in deinen Seminaren wiederbringst, wo du den Leuten immer sagst, unsere Welt basiert auf Liebe. So ist das. Und wenn ich von dem Grundpunkt ausgehe, dann gibt es ja gar nichts Schlechtes drin. Wer ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. So, dann muss ich bei mir anfangen. Also, das heißt ja immer schön, kümmere dich nicht um den Splitter des deines Bruders, sondern zieh deinen eigenen Balken heraus. Wir haben genug selber an uns zu arbeiten. Sage ich immer, reinigt euch. Arbeitet bitte an euch, ihr wollt sehen, macht Vergebungsarbeit, Liebe, arbeitet mit dem inneren Kind und sagt, so mein liebes inneres Kind, was machen wir heute, können wir einen Tee trinken? Oh ja, das innere Kind freut sich immer, wenn du dich mit ihm unterhältst. Wir haben ja den ganzen Tag Gedankenkontrolle, den ganzen Tag. Aber meistens, boah, heute ist ein blöder Tag, der kotzt mich an. Es gibt eine andere Energie rein, mein inneres Kind, oh, heute geht mir das gar nicht gut, heute habe ich gar keine Lust zu arbeiten, was machen wir heute? Machen wir heute blau? Okay, machen wir heute blau. Dann freut sich das innere Kind und es ist eine ganz andere Energie. Obwohl ich auch keine Lust habe, den Tag
im Geschäft zu verbringen, sage ich mal. Ja. Statt diese schlechte Energie, oh, so ein blöder Kacktag und jetzt habe ich gar keine Lust und es kotzt mich an. Aber vor allem rede ich ganz anders, weil ich mit meinem inneren Kind rede. Ich beschäftige mich auch wieder mit Gedanken, aber vor allem unterhalte ich mich mit meinem Licht und sage, du mein Kleiner, heute machen wir ein bisschen einen schönen Tag, oder? Entspannen wir uns. Und eine ganz andere Energie ist dahinter. Das heißt, du negierst nicht, sondern du bist sofort lösungsorientiert, ja, dass das innere Kind wieder in sein Gleichgewicht kommt. So ist das, kommt. Genau. Das ist so. Und am nächsten Tag wirst du mit voller Begeisterung reingehen, weil wenn dein Körper ja sowas will, das kennen wir ja alle, dann gibt es einen Grund, warum der plötzlich nicht will, ja, dass klar du ins Geschäft gehst, weil du voll bist, überlastet, was so weiß ich. Das. Wir kennen das ja, wir haben ja nicht zu wenig zu tun, wir haben ja immer viel zu viel zu tun und die Zeit läuft uns weg und alles. Die ganzen alten Spiele und dann bin ich der, im Prinzip mein Zeitsklave und immer, oh, bis zum fünften Termin muss ich auch noch schaffen und dann geht's los. Deswegen haben wir den Zeitsklaven gleich mal weggeschmissen, aber ihr tragt auch keine Uhr, sehe ich dran. Alles zeitlose Menschen. Ja. Also, was sehen wir? Wir sehen, dieses Thema Selbstheilungstechnik macht eigentlich nichts anderes, wie den Menschen ein Informationstool zur Verfügung stellen, wie sie auf Reaktionen ihres Körperwesens, ihres inneren Kindes reagieren können. Mhm. Du gibst Informationen, die eigentlich im göttlichen Feld jedem zugänglich sind. Du hast eben gesprochen von räumt in euch auf, du hast gesprochen, sei liebevoll zu dir, agiere aus der Liebe heraus. Mhm. Alle die Dinge, die Voraussetzung zur Heilung sind. Absolut. Rainer, Roberto, vielen Dank, dass ihr heute da seid gewesen, dass ihr wieder tolle Informationen, auch dass du mal bei mir warst, finde ich klasse. Ich sehe dich sonst immer auf den Veranstaltungen, jetzt sehe ich dich mal im Fernsehen. Die Menschen haben wieder Informationen bekommen, wo sie wissen, wie wichtig es ist, Selbstheilung in die Hand zu nehmen, sich eigenverantwortlich zu erklären. Du hast auch wieder Techniken gezeigt, wo es weitergeht. Da gibt es natürlich auf den Seminaren viel mehr. Ja. Liebe Zuschauer, ich sage einmal Danke zu den beiden R. Danke dir, dass wir dabei sein dürfen. Freue mich, wenn ich Sie sehe auf den nächsten Veranstaltungen in Salzburg und in Zürich. Denn dort bekommen Sie das Werkzeug, dass auch Ihr inneres Kind jeden Tag mit Ihnen lächelt und mit Ihnen zufrieden ist. Und Sie durch die Welt gehen wie ein ganz ein neuer Mensch mit einem Lächeln im Gesicht und somit andere anstecken, auch zu lächeln. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.